Immer noch bei Stinky im Diner und damit herzlich willkommen zurück im nächsten Teil, Freunde. Ja, ich bin der NRW 18 und ich bin auch eine gehörige Portion weitergekommen. Und zwar, wir haben noch einen Ort vergessen, an dem wir noch nicht waren. Und zwar Boscos Laden. Da Flip nicht mal vorne steht, kommen wir nämlich jetzt endlich rein. Immer noch nackter Boss. Hey Jungs, ihr kommt gerade rechtzeitig, um den Striptease zu sehen. Aha, oh Mann. Oh Gott. Yeah. Lass sie wackeln. Ausziehen. Ausziehen. Yeah. Genau so muss es sein. Oh, yeah. Zeig's uns! Genau! Ich wusste ja, dass Frauen in unserem Viertel recht rar sind, aber ich dachte nicht, dass es so schlimm ist. Ihr solltet euch alle schämen. Ich brauche das Geld. Ja, willkommen im Schwulenclub. Aber irgendwie ein bisschen Musik hätte jetzt hier noch gefehlt und... Ich bin berühmt! Genau. So, wir haben hier... Das ist ein Kühler voller Punsch. Genau. Und wenn wir... Ach Moment, wir haben was vergessen. Wir haben was vergessen, wir haben was vergessen. Das war Jimmy Zweizahn. Besagte Party. Also ich glaube, das ist die einzige Party, wo überhaupt keine Musik läuft. Wir haben nämlich was vergessen bei Stinky. Auch renn doch schon, Sam. Und zwar eine leckere Flasche Apfelwein. Und es sagt überhaupt keiner was. Natürlich. So, also wir brauchen eine Rippe. Und darum nochmal schnell zur Party. So, jetzt ist auch Musik da. Was machst du denn hier? Du gehörst nicht zu Linklings Freunden. Ich nehme Wetten darauf an, welcher von diesen Amateursäufern zuerst umkippt. Du solltest dich was schämen, Jimmy. Das ist einfach... 50 Mäuse auf das Huhn. Was ist? Toll, warum war die Musik eben nicht da? Die hätte so gut da reingepasst. Bosco, wir haben dich aus deiner persönlichen Hölle befreit. Du musst nicht mehr nackt sein. Oh, das gehört nicht zu meiner Hölle. Ich bin einfach gerne nackt. Und ich bin nicht der Einzige, der nackt sein sollte. Nein. Lass es krachen, Max. Flügelig. Opa, flügelig. Oh, Sam und Max. Ich hoffe, dass ihr da keine Kuh versteckt habt. Oh, ich zeig euch, wer eine Kuh versteckt. Schon wieder ein Star mit Nervenzusammenbruch. Sei still! Ihr wisst doch gar nichts über mich. Ja, das stimmt. Also ehrlich, Abe, ein Striptease? Nach allem, was du und Sibyl durchgemacht habt? Hört mal, Freunde. Ich heirate Sibyl. Morgen. Heute habe ich die gleichen Bedürfnisse wie jeder andere riesige Steinkopf. Natürlich, und ich kenne ja auch so viele. Was macht denn ein unirdischer Schrecken wie du an einem Ort wie diesem? Ich bin kein Schrecken. Ich bin eine Tänzerin. Ah. Alles klar! Okay. Und gerade du solltest doch erkennen, wie verkehrt das ist. Ach, mach mal halblang, Scheinheiliger. Komm runter von deinem hohen Ross und wirf einen Blick auf die Tanzbühne. Natürlich. So, dem Ganzen gebieten wir nun Einhalt und zwar mit unserem leckeren Apfelwein. Nein, nicht mit Max. Das müsste dem Punsch noch einen gewissen Kick geben. Ja. Seht ihr da irgendeine Flüssigkeit drin? Na Jungs, noch eine Runde? Harry, yeah. Ach du meine Güte. Oh nein. Ich bin nackt! Ich bin nackt!
Ich bin nackt! Oh, ich dachte, wir wiederholen das jetzt alle. Was habe ich getan? Ich schäme mich ja so. Da geht meine Unschuld dahin. Ich hätte wissen müssen, dass es eine schlechte Idee ist, billige Amateurstripper anzuheuern. Mach mal halblang, Flachbirne. Die Show ist schon vorbei. Aber ich bin doch gerade erst warm geworden. Ich wusste es. Ich bin völlig nutzlos. Oh. Polonaise, wer ist dabei? Jetzt hängt er schon wieder an zu tanzen. Ich. Ich. Oh. Jetzt die Party vorbei. So, aber wir haben... Na, komm schon davor. Ich hoffe, du hast die erniedrigende Karriere als exotischer Tänzer aufgegeben. Ja, ich werde diesen Körper jetzt wohl einfach vor die Hunde gehen lassen. Genau. So, aufgrund dieser Tatsache, Freunde, ist es jetzt leider ein bisschen, naja, skurril, aber wir müssen es leider machen. Und zwar, Moment... So, ich musste ja gerade nochmal die Aufnahme wieder mal beenden und stoppen. Nee, stoppen und beenden. Nee, beenden und wieder neu aufnehmen. So, wir besuchen... langsam. Wir benutzen die Knochensäge. Macht's dir was aus, wenn wir einen kleinen elektiven Eingriff vornehmen? Meinetwegen. Ich bin ja nur ein Monster ohne Seele. Wen kümmert es schon, was ich empfinde? Toll, danke. Ach, Sam, das ist wirklich eine Knochenarbeit. Ich habe eine Rippe. So. Und mit dieser Rippe geht's hinaus. Ja. Und jetzt haben wir genau das, was wir wollen. Oh, und warum leckt Fraps jetzt hier schon wieder so? Freunde, ich mach nochmal kurz Schluss. So, auf ein neues. Alle guten Dinge sind drei. Oh, jetzt leckt's aber ganz extrem. Ne, Freunde, das hat ja keinen Sinn. Ich mache ganz kurz mal einen ganz kurzen Break und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, da sind wir wieder und ich hoffe mal, dass es jetzt das letzte Mal war, dass ich jetzt hier unterbrechen musste. Ich weiß nicht, warum Fraps mir das Leben jetzt so zur Hölle machen muss. Wir liegen in den letzten Zügen des Spiels und das Programm scheint eine sadistische Freude daran zu haben, mir das Leben jetzt zur Hölle zu machen. So, egal. Wir benutzen jetzt die Rippe mit dem Kuchen und den Rest, ja, seht selbst. Was? Was ist passiert? Sam hat dich in einen Kuchen zurückverwandelt, aber dann... Wie auch immer. Schauen Sie, Herr Strulli, ja? Danke, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben, aber wir sind nicht interessiert. Aber wenn Sie doch nur... Die Dame hat gesagt, dass wir nicht interessiert sind. Dann könnten Sie vielleicht... Ich glaube, wir beide haben uns deutlich genug ausgedrückt. Ach, na schön! Er ist sowieso zu gut für euch, Plätze! Und komm ja nicht wieder! Es scheint, habt ihr beiden gerade eine wichtige Lektion in Sachen Teamwork gelernt. Na gut, wollt ihr jetzt irgendwas bestellen? Du kannst ihnen nicht einfach irgendwas anbieten, Mädel. Du musst die Tagesangebote aufdrängen. Ich komme auch ganz gut ohne deine Tipps zurecht, Opa. Ach ja, wirklich? Naja, das ist Familienliebe und das Gute ist, Strulli, nee, wie hieß er denn jetzt? Strulli, Glucki, Blucki, wie auch immer, ging und seinen Wein hat er stehen lassen. Ich brauche keinen Apfelwein mehr. Ja, egal. Wir gehen jetzt mal nach draußen und schauen, was sich da getan hat. Denn wir haben ja alle drei Limulauser entfernt. Eat again soon. Gute Neuigkeiten, Satan. Wir haben uns um alle drei Glauser gekümmert. Gut gemacht, Jungs. Jetzt kommt mit und seht euch an, wie Satan das tut, was er am besten kann. Bin schon mal gespannt. Vorstandsgespräche und Firmenintrigen. Oh. Ihr habt verloren, Glauser. Es wird Zeit, dass wir dieser Farce ein Ende setzen und die Hölle ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Bin ganz Satans Meinung. Glauser, nehmt die Dämonenform an.
Sehet Glubschi, den Allwissenden! Ihn mit dem Todesblick! Oh, verflixt. Sehet Strulli, den Folterer! Es brennt, wenn ich pinkle! Sehet Brilli, den Beherrscher! Mit... Ach, kommt schon! Das sind eure Dämonenformen! Die haben verschiedene Farben! Wieso bin ich immer der Einzige, der sich mit diesen Dingen Mühe gibt? Sam! Die Klauser machen mir keinen Spaß mehr. Darf ich sie umbringen? Nicht, wenn ich sie zuerst erwische. Verjagt die Störenfriede! Sam und Max, wir werfen euch in die Grube! Bei der Macht der Glocke! Und des Buches! Und der Kerze! So sei es! Tja, Max, wenn wir nicht fliegen lernen, werden wir den Rest unserer Tage auf einem winzigen Felsen verbringen müssen. Umgeben von heißer Lava, Asche und Ruß. Das macht mir nichts, Sam. Solange mein bester Freund bei mir ist. Oh, das ist süß. Mein kleiner Schnubbel. Hey, gib mir noch einen Bissen Wurstsnack. Tut mir leid, habe ich alle schon aufgegessen. Wir werden sterben! Ah, Hilfe! Hilfe! Beim rubinroten Kropf von Ruby Goldberg. Das ist Santas Schlitten, Max. Was für ein unerwarteter Glücksfall. Oder, Max? Erinnerst du dich, wie wir vor langer Zeit Santa den Schlitten geklaut haben, um Weihnachten zu retten und ihn fahrlässig in eine höllische Zukunftsvision gesteuert haben, die ganz ähnlich war wie diese hier? Ich bin leider ab der Mitte des Satzes abgeschweift. Ob unsere Geister uns jetzt leiten? Hey, vergangenes Ich! Schau mal hier! Du hast einfach Klasse, mein Freund. So, jetzt aber nichts wie weg hier. Lasst alle Hoffnung fahren, ihr, die ihr diesen Ort betretet. Ihr seid entkommen? Das ist höchst unwahrscheinlich. Komm schon, Sam. Schnappen wir uns das Ding und fliegen um den siebten Kreis herum. Hat keinen Saft mehr, kleiner Freund. Vielleicht hätte ich die Nachbrenner nicht anlassen sollen. Guten Tag, Commissioner. Nein, Sam ist auch hier. Ich weiß nicht, er ließ mich einfach rangehen. Findest du auch, dass es hier drin kalt ist, Max? Ich hätte meine Mucklucks anziehen sollen. Wie war das, Commissioner? Ich hab den Friedensnobelpreis gewonnen? Glückwunsch, Kumpel. Mir fällt niemand ein, der ihn mehr verdient hätte. Zumindest niemand, dessen Namen ich aussprechen könnte. Gut, danke, Commissioner. Okay, alles klar. Ich liebe Sie auch. Haben wir einen neuen Fall, kleiner Freund? Nö, denselben. Aber Sibyl will, dass ich die Trauung vollziehe. Das wird sicher spaßig. Wir sollten uns beeilen und das Gleichgewicht der Kräfte in der Hölle wiederherstellen. Wie wär's mit ein bisschen Hilfe, Jungs? Tja, Freunde. Und Fraps macht hier immer noch das Leben schwer. Ihr habt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle gesehen. Ich werde dem Problem jetzt mal auf dem Grunde gehen, sozusagen. Dem Zahn auf dem Kind fühlen. Ich weiß es nicht mehr, was ich hier rede. Ich mache jetzt hier am besten Schluss. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Teil. Dann, ich denke mal, mit dem großen Finale. Also, seid gespannt. Bis dahin. Ändern wir bei 18. Adieu.